über viel Bürokratie und hohe Kosten. In Sachen Breitbandausbau geht es in Deutschland eher langsam voran und besonders auf dem Land fluchen Internetnutzer noch ganz laut. Aber es gibt Hoffnung. Ein Trupp sympathischer Internetaktivisten mischt in Bayern die Dörfer auf und stellt kostenloses und vor allen Dingen schnelles WLAN zur Verfügung. Larissa Vasilian zu Besuch bei den Freifunkern. Ich habe kein Netz. Ich bin verzweifelt. Wir haben hier in Haag so ein kleines WLAN-Projekt am Laufen. Freifunk heißt das. Ja, ich habe auch ein Jahr in der großen Stadt gelebt und bin dann eben wieder zurück hier aufs Dorf gezogen. Und man stand dann auf einmal so vor dem Punkt, wo man wusste, okay, hier ist nichts. Hier ist nicht mal WLAN. Wir haben uns dann halt einfach gedacht, so kann es nicht weitergehen. Und wir bauen uns jetzt unser eigenes Netz. Und wo kommt dieses Netz jetzt her? Also es kommt nicht von den großen Anbietern, sondern von euch wirklich? Von den Leuten, die hier wohnen? Wir haben letztendlich viele kleine Router hier im Dorf verteilt. Die sind meistens versteckt unter irgendwelchen Dächern. Wie man auch hier oben hängt zum Beispiel einer. Hier sitzen zwei, da vorne sitzen wieder zwei, drei. Und die verbinden sich alle untereinander und machen ein eigenes Netz auf. Also der guckt dann, ist da drüben noch einer, ist hier einer, habe ich Nachbarrouter sozusagen. Genau, richtig. Und in dem Moment, wo die sich finden, dann bauen die eben eine große Wolke. Das heißt, jeder verbindet sich mit jedem. Und darüber läuft dann eben auch der Datenverkehr. Am Anfang war es wirklich ich alleine hier in dem Dorf. Und mittlerweile sind dann auch schon die Ersten gekommen und sagen, du hast doch hier was. Kann ich das nicht auch mitnutzen? Und kann ich mir nicht so ein Gerät kaufen? Und dann erklärt man das natürlich. Und das ist natürlich, irgendeiner muss der Erste sein im Dorf. Und wenn jetzt ein großer Anbieter käme und sagen würde, wir nehmen euer Dorf als Modelldorf und wir bauen euch das tollste Internetsystem, was ihr überhaupt euch vorstellen könnt, mit vergoldeten Kabeln, was auch immer, würdet ihr es nehmen oder sagt ihr, nee, wir bleiben lieber bei unserem Freifunk? Also wir würden es definitiv nehmen, ganz klar. Wir haben immer noch das Problem, dass das Freifunk hier ist immer nur so schnell, wie auch das Internet es hier liegt. Weil wir haben halt eben keinen eigenen Zugang zum eigentlichen Internet. Aber natürlich ist es doch immer noch der Gedanke dahinter, hinter dem Freifunknetz, dass es eben nicht dieser zentrale Anbieter abschalten kann, sondern dass es eben dezentrales Netz ist. So, das kann keiner einfach mal ausklinken. Der Freifunk ist für uns sehr wichtig, weil wir eine Lücke schließen konnten in den Anforderungen beim Bayerischen Fußballverband. Wenn das jetzt nicht über Freifunk möglich wäre, dann müssten wir halt vom Ort eine Telefonleitung hier raufziehen, was finanziell eine große Anstrengung wäre für uns. Das ist nicht finanzierbar, oder? Nicht finanzierbar machbar. Für unseren kleinen Verein. Das heißt aber in dem Fall, ihr spielt jetzt für den Verein Telekom, oder? Ja, und das funktioniert über uns, genau. Und der Chef ist auch da. Der Herr Pfarrer, ja. Also der Chef ist. Sie sind sozusagen auch Freifunker. Ja, ungefragt. Ungefragt? Ja, bin ich. Aber gerne. Ja, gerne. Ich profitiere ja davon. Also zum Beispiel, wenn meine Konfirmanden mich im Konfirmandenunterricht irgendwas fragen und ich habe zufällig meinen Laptop dabei, das ist jetzt schon öfter vorgekommen, dann kann ich auch mal sagen, du warte mal, tipp, 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 ich habe die Antwort. Okay. Frisch aus dem Netz. Also ihr macht das jetzt nicht nur, weil das technisch so spannend ist, sondern ihr wollt schon auch was Gutes tun. Wir verbinden nicht nur Datenendgeräte, sondern wir verbinden halt eben auch Menschen. Und vielleicht kommt ja dann auch mal bei uns in Franken im Internet-Niemandsland irgendwann mal auch die heutige Welt an. Sodass wir nicht komplett abgeschnitten sind von München, Berlin und eben anderen Städten, die eben deutlich besser aufgebaut sind. Also hier ist einer der Orte, an dem ich wunderbares Netz habe, dank des Freifunknetzes von euch.
Hier kann sich jeder sein Lieblingskatzenvideo anschauen. Das ist hier problemlos möglich. Wie kommst du darauf, dass ich Katzenvideos angucke? Würde ich doch nie tun. Das war die erste Ausgabe von Enter und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen.